In meinem Vortrag oder mit meinem kurzen Input heute möchte ich da ein bisschen die Perspektive verschieben auf die aktuellen Debatte, auf die aktuelle politische und mediale Debatte um Fluchtbewegungen nach Deutschland und nach Europa. Der beruht auf eines großen Forschungsprojektes, das von der EU finanziert wurde im Rahmen eines Horizont 2020-Programms, ein Projekt namens Traffic Transnational Figurations of Displacement, das ich von 2019 bis 2022 geleitet habe. Mehr dazu später kurz. Kurz zum Kontext. Worum geht es? In den aktuellen Debatten beispielsweise, wenn es um die Bezahlkarte für Flüchtlinge oder Asylsuchende in Deutschland geht, wird meines Erachtens ja die Realität der globalen Vertreibungsbewegung und so weiter vollkommen verkannt. Und vor allem wird verkannt sozusagen, wie im Prinzip auch die Situation von Schutzsuchenden ist und wie ihre familiäre Situation ist. Wenn man sich beispielsweise die Begründung für die Einführung der Bezahlkarte anschaut, war ein Ziel entsprechend damit auch darauf hinzuwirken, irreguläre Migration einzudämmen, Schleuserkriminalität auszutrocknen oder auch Verwaltung zu vereinfachen, wie es hier in dem Bild-Zeitungsbeitrag hieß, oder hier entsprechend auf ZDF heute, kurz nachdem der Bundestag diese Einführung der Bezahlkarte zugestimmt hatte, hieß es dort, ja, durch eine eingeschränkte Nutzung soll zudem sichergestellt werden, dass Leistungsempfänger das Geld, ne, das sie entsprechend bekommen als Asylsuchende, das ihnen zusteht, für sich nutzen und es nicht an Angehörige in ihren Herkunftsländern überweisen. Die Logik dahinter war im Prinzip die, ja, dieses Geld wird genutzt, um entsprechend die Einreisen auch von ihren Familienangehörigen zu finanzieren und entsprechend Schleuserinnen und Schleuser entsprechend damit zu bezahlen. Das ist, wie gesagt, meines Erachtens eine starke Verzerrung der Realität von Flucht und Vertreibung. Das ist eine zu starke Fokussierung auf eine Reduktion der in Deutschland ankommenden Migrantinnen und Migranten. Es fehlt komplett ein Verständnis für die vielschichtigen Gründe der Mobilität. Und es ist eine Ignoranz der Situation von geflüchteten Familien und im Prinzip dem Fakt, dass Fluchtbewegungen oftmals mit der Trennung von Familien einhergehen, entweder im Kontext der Gewalt, des Gewaltkonfliktes oder im Kontext der Flucht an sich, werden Familien vielfach voneinander getrennt. Und wieder die Zusammenführung von Familien, den Anschluss zu suchen an Familienangehörige, diese Trennung, der erzwungene Trennung der Familie zu überwinden, ist eines der wichtigsten Motive auch der Mobilität auch weiterhin nach Deutschland. Zudem zeigt sich in dieser Einführung beispielsweise dieser Bezahlkarte und in der ganzen Debatte darüber ein fehlendes Wissen über die Logik, Funktion, aber auch die Potenziale von den transnationalen Netzwerken von Schutzsuchenden, das heißt ihren eigenen grenzüberschreitenden sozialen, persönlichen und auch ökonomischen Verbindungen. Kurz zum Hintergrund von Flucht und Vertreibung. Diese Zahlen kennen Sie, die sind nicht neu. Möchte ich Sie trotzdem noch einmal kurz zeigen, den Anstieg entsprechend der Zahl der schutzsuchenden Menschen weltweit bis Ende letzten Jahres auf knapp 120 Millionen Menschen. Davon ein Großteil sind Menschen, die IDPs sind, das heißt innerhalb in ihres Landes vertrieben wurden, aber entsprechend auch, wie wir hier sehen, knapp 50 Millionen Flüchtlinge, das heißt Menschen, die über eine internationale Grenze geflohen sind. Ich möchte hier besonders auch auf eine Kurve aufmerksam machen, hier die in Blau aufgeführt ist. Das sind die Zahl der Menschen in sogenannten langanhaltenden Vertreibungssituationen. Das heißt Menschen, die schon vor einer längeren Zeit aus ihrem Herkunftsland fliehen mussten, in einem anderen Land Schutz suchen. Beispielsweise Syrerinnen, die jetzt in Jordanien oder in der Türkei leben, aber für die weiterhin unter sehr prekären Lebensbedingungen leben, damit zu kämpfen haben und sowohl nicht in ihr Heimatland zurückkehren können, aber ihnen entsprechend auch die Möglichkeiten der legalen Weitermigration, des Resettlement und anderen Aspekten vorenthalten werden und Möglichkeiten der lokalen Integration im Aufnahme im Land entsprechend meist auch begrenzt werden. Dieser Aspekt ist besonders wichtig, komme ich nachher nochmal kurz darauf zurück.
Im Rahmen unseres Forschungsprojektes Traffic, Transnational Figurations of Displacement, haben wir in über 11 Ländern geforscht. Wir haben mit Geflüchteten aus Afghanistan, Syrien, dem Kongo und Eritrea und sowie auch weiteren Ländern über ihre persönliche Situation in diesen langanhaltenden Vertreibungskonstellationen gesprochen. Wir haben aber vor allem auch mit ihnen über die Bedeutung von Familie gesprochen, über die Rolle im Prinzip von ihren eigenen lokalen, nationalen und transnationalen Netzwerken, die sie dabei unterstützen, mit der sehr schwierigen Situation, in der sie sich befinden, zurechtzukommen. Es waren insgesamt über 3000 TeilnehmerInnen unserer Studie, und einen kleinen Teil nur unserer Studie haben wir auch in Deutschland durchgeführt, insbesondere hier in Nordrhein-Westfalen. Ich möchte Ihnen jetzt eine Karte zeigen, die Ihnen auf einen Blick verdeutlichen soll, dass wir, wenn wir von Flucht und Vertreibung reden, es nicht nur darum geht, wie ist die Situation im Herkunftsland, wie sind die Bedingungen von Krieg und Vertreibung, was sind die Fluchtursachen. Und wir dürfen uns genauso wenig darauf fokussieren, okay, wie ist denn hier die Kontexte des Ankommens, beispielsweise mit der Frage der Integration in Deutschland, sondern wir müssen die grenzüberschreitenden Netzwerke von Schutzsuchenden ernst nehmen und mit in den Blick nehmen. Und diese Karte zeigt die vielfältigen Verbindungen, persönlichen Verbindungen, die Schutzsuchende in anderen Ländern haben. Unterschiedliche Farben hier festgehalten, die persönlichen Kontakte, die Schutzsuchende aus Afghanistan in Orange, dunklem Orange haben, aus Eritrea im hellen Orange, aus Syrien im dunkel Türkis und aus dem Kongo in dem helleren Blau. Wenn wir uns exemplarisch hier die Netzwerke entsprechend der syrischen Schutzsuchenden genauer anschauen, dann sehen wir, dass ja, die Fluchtkonstellation, also hier wurden in erster Linie Syrerinnen und Syrer in Jordanien und in Griechenland und Italien befragt. Und wir sehen, dass sie vielfältige Kontakte natürlich nicht nur innerhalb ihrer Region unterhalten, in das Herkunftsland, beispielsweise Jordanien, Syrien, sondern in die Golfstaaten beispielsweise und natürlich in unterschiedlichste Länder Westeuropas und Nordamerikas. Und in Bezug auf Deutschland möchte ich Ihnen nun zeigen, welche Effekte sozusagen diese transnationalen Netzwerke dieser syrischen Schutzsuchenden entsprechend auch haben oder haben können. Das erste Beispiel, das ich hier mitgebracht habe, das sind alles Beispiele, die wir hier mit in NRW lebenden Schutzsuchenden oder zu dem Zeitpunkt angekommenen ja, Asylsuchenden geführt haben. Das erste Beispiel ist das von Rami, einem jungen syrischen Mann, der 2015 über die sogenannte Balkanroute auf irregulären Wege nach Deutschland gekommen ist. Er war zunächst mit seiner Familie innerhalb von Syrien vertrieben, da er sich aber politisch geäußert hatte, sehr kritisch gegenüber dem Assad-Regime wurde, war er gezwungen, das Land zu verlassen, um nicht entsprechend ja, selbst gefoltert zu werden. Mit Unterstützung seiner eigenen Familie machte er sich auf den Weg über die Türkei nach Griechenland. Dann, wie viele andere, im Jahr 2015 kam er dann über die Balkanroute nach Österreich und zunächst nach Bayern. Als er in Bayern angekommen war, hatte er uns dann entsprechend mitgeteilt, dass er in einem Flüchtlingslager war, und dort wurde ihm gesagt, es gibt keinen Platz, es sind zu viele Menschen hier, und ihm wurde Tipp gegeben, geh doch weiter, geh doch nach Schweden. Er hat dann, weil er immer versucht hat, mit seiner Familie in Kontakt zu bleiben, hat er mit seiner Familie, hat er mit seiner Schwester, die weiterhin zum Zeitpunkt in Syrien war, darüber gesprochen. Die Schwester hat ihn aber dann gesagt, nein, geh lieber nicht nach Schweden. Ich würde, wenn das möglich ist, in Zukunft auch nach Deutschland kommen und dort studieren. Dann hat er sich selbst gesagt, okay, ich habe sowieso kein Ziel, Deutschland ist auch das beste Land für mich, dann bin ich dort geblieben. Er hat über all die Jahre, er ist weiterhin von seiner Familie auch jetzt noch getrennt, sehr enge Kontakte zu seinen Familienangehörigen in Syrien aufrechterhalten. Das ist wichtig für ihn, natürlich als Frage der emotionalen Unterstützung, die er selbst gebraucht hat, aber auch die er auch selbst seiner Familie mitgibt.
Er hat immer, sobald es ihm möglich war, auch einen Teil seiner Asylleistungen, die er selbst bezogen hat, hat er immer versucht, einen Teil an seine Eltern, seine Schwester, an seine Angehörigen oder auch andere Freunde, die Not hatten, in Syrien zu schicken. Und dieses Geld war für seine Familie in Syrien auch absolut überlebenswichtig in einem Kontext von Krieg, in einem Kontext von massiv steigenden Lebensmittelpreisen und anderen horrenden Ausgaben, die Menschen in Kriegs- und Krisenkonfliktsituationen bewältigen müssen. Zudem hat er seine Schwester dabei unterstützt, entsprechend Deutschkurs zu besuchen, Deutsch zu lernen. Und momentan versucht er mit seiner Schwester, die in Syrien in einem Krankenhaus Ärztin ist, mit ihr einen legalen Weg nach Deutschland zu ermöglichen, sodass sie als Arbeitsmigrantin nach Deutschland kommen kann und dann hier in Deutschland als Ärztin arbeiten kann. Das zweite Beispiel ist von Suli und ihrer transnationalen Familie. Suli ist eine junge Frau, die ja in eine Großfamilie eingebettet ist. Sie kommt auch aus Syrien, aus der nördlichen Region um Afrin herum. Ihr Onkel war schon 1989 nach Deutschland geflogen, hat damals in Deutschland Asyl beantragt. Seine Frau, also Sulis Tante, kam kurz darauf im Rahmen von Familienzusammenführung ebenfalls in Deutschland. Über all die Jahre seit 1990 gab es also von der Familie schon ein enges transnationales Netz zwischen Syrien und Deutschland. Die Cousinen und Cousins, die unterschiedlichen Familienangehörigen blieben immer miteinander in Kontakt. Und als dann ja der Krieg in Syrien ausbrach, wurden diese transnationalen Kontakte entsprechend zu einer entscheidenden Ressource für Suli und ihre Familie. Ihre Cousine hat Suli dann ermutigt, selbst als Studentin nach Deutschland zu kommen, und die Familie hat sie entsprechend unterstützt, ein Studentenvisum zu beantragen, und hat sie den ersten Monaten bei ihrem Aufenthalt in Deutschland entsprechend auch unterstützt. Ihr Onkel und ihr Bruder, andere Onkel und Bruder, hatten nicht diese Möglichkeit und sind auf regulärem Weg ebenfalls über die Balkanroute zum gleichen Zeitpunkt nach Deutschland gekommen. Als sie in Deutschland war, konnte sie sich natürlich zunächst natürlich zu Beginn überhaupt auch nicht aufs Deutsch lernen und auf Aufnahme des Studiums konzentrieren, denn sie war immer in sehr großer Sorge um ihre Familie. Sie hat dann nach Wegen und Möglichkeiten gesucht, ihre Familienangehörigen ebenfalls nach Deutschland zu bringen. Und so ist sie in Kontakt mit einer Initiative, einer Kirche gestoßen. Es gab zu dem Zeitpunkt, viele von Ihnen werden das wissen, ein humanitäres Aufnahmeprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen für Geflüchtete aus Syrien. Und im Rahmen dieses Aufnahmeprogramms war es möglich, sozusagen, wenn Menschen eine Bürgschaft für ihre Angehörigen übernommen haben, die Familienangehörigen außerhalb des regulären Familienzusammenführungsprogrammes nach Deutschland zu bringen. Und sie war, da sie das selbst persönlich nicht stemmen konnte und auch nicht die notwendigen, sagen wir mal, ökonomischen Ressourcen dafür aufbringen konnte, war sie ja hier auf den Kontakt und auf das Netzwerk einer lokalen Kirchengemeinde angewiesen, die sie dabei unterstützt haben, aber gleichzeitig sie auch vor die sehr schwere Wahl gestellt haben, dass sie nur wenige ihrer Familienmitglieder dabei unterstützen können, nach Deutschland zu kommen. Letztendlich war es dann möglich, dass ihre Eltern und ihre zwei jüngeren Geschwister über dieses Aufnahmeprogramm nach Deutschland gekommen sind. Dieser ganze Prozess hat sich im Prinzip dann über 2 Jahre gezogen, bis das möglich war. Aber so war es 2015 für sie dann möglich, diese legale Einreise über das humanitäre Aufnahmeprogramm zu organisieren. Und ihre Eltern und ihre Geschwister waren entsprechend nicht gezwungen, die gefährliche und wir wissen auch zum Teil tödliche Route über das Mittelmeer und die Balkanländer auf sich zu nehmen. Das Beispiel zeigt einerseits, dass diese unterschiedlichen Wege der Mobilität aufs Ängste miteinander verflochten sind und andererseits, dass es sowohl eine sozusagen eine transnationale, eine grenzüberschreitende Einbettung braucht, um entsprechend dann auch eine ja, etwas eine lange Flucht zu ermöglichen, aber entsprechend auch eine lokale Einbettung, wenn man selbst nicht ausreichend Ressourcen zur Verfügung hat, um das zu bewerkstelligen.
Das nächste Beispiel, da geht es um Familienzusammenführung. Rosa ist eine syrische Frau, eine syrische Kurdin, und sie kam 2016 im Rahmen der regulären Familienzusammenführungsprogramme nach einem mehrmonatigen Aufenthalt in der Türkei nach Deutschland. Ihr Mann war 2015 ebenfalls alleinreisend, im Prinzip wie Rami, über die Türkei und Griechenland und die Balkanroute nach Deutschland gekommen. Und da er entsprechend damals noch einen Flüchtlingsstatus bekommen hat, hatte er also auch sofort das Recht auf Familienzusammenführung und hat von diesem Recht auch Gebrauch gemacht und entsprechend alles in die Wege geleitet. Und auch wenn das aus Rosas Perspektive ein wichtiger Schritt war für sie und ihr sozusagen und ihren Kindern die legale Einreise nach Deutschland ermöglicht hat, die Flucht aus dem Krieg in Syrien ermöglicht hat, war es doch für sie auch ein zweischneidiges Schwert. Es war gut und es war nicht gut. Es ist gut für ihre Töchter, in ein anderes Land zu gehen und auch dort sich eine Zukunft aufzubauen. Aber sie sagt, natürlich hat sie damit ihre Heimat verloren. Sie lässt ihre Eltern hinter sich. Es war sehr schwer. Andere Leute schauen auf den Flughafen und fragen, warum weinen diese Leute die ganze Zeit? Aber es war schwer. Sie verstehen nicht, dass es kein Urlaub ist. Wir wissen, dass wir uns nicht mehr sehen können. Also sie ist sich sehr stark bewusst, dass auch wenn sie dieses Recht auf Familienzusammenführung auch in Anspruch nimmt, dass damit natürlich auch vielleicht auch eine dauerhafte Trennung der Familie einhergeht, die vielleicht nie wieder verbunden werden kann. Sie sagt, wir haben uns gegenseitig verloren. Die Familie spielt aber für uns eine so große Rolle. Meine Schwester lebt jetzt im Irak, mein Bruder in der Türkei und wir sind hier und meine Eltern sind in Afrin in Syrien. Wir sind alle verstreut. Das ist schlecht. Das ist nicht gut. Dennoch muss man sich vor Augen führen, dass entsprechend Familienzusammenführung eines der wichtigsten und auch effizientesten Wege, legalen Wege für Schutzsuchende ist. Es ist ein wichtiges Instrument des Flüchtlingsschutzes. So sind, wie hier in dieser Grafik dargestellt, entsprechend die Zahl Zahl der Einreisen nach Deutschland über zur Familienzusammenführung gerade zwischen Jahren 2014, 15, 16 bis 2017 sehr, sehr stark gestiegen. Und dieser Anstieg ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass Menschen aus Syrien oder auch aus dem Irak, wie in diesem Fall Rosa, von diesem auch Recht auf Familienzusammenführung Gebrauch gemacht haben. Aber wir wissen auch aus der Forschung und vielleicht kennen Sie das auch aus anderen Medienberichten und Protesten, die beispielsweise Geflüchtete aus Eritrea organisiert haben, auch vor dem Deutschen Bundestag, dass ja Familienzusammenführung oftmals ein sehr schwieriger Prozess ist und es dazu führt, dass Menschen oft über einen sehr, sehr langen Zeitraum einen sogenannten Zustand der erzwungenen Transnationalität leben. Ein Beispiel hierfür ist Dahab, eine zum Zeitpunkt ihrer Flucht aus Eritrea noch junge Frau. Sie floh 2015 über Äthiopien, Sudan, Libyen, Italien nach Deutschland. Als sie floh, hatte sie schon zwei Kinder, 4 und 5 Jahre alt. Aber angesichts der enormen Risiken dieser Flucht, das Risiko, ums Leben zu kommen, Risiko der Gewalt, der Ausbeutung, der Folter, beschloss sie, dass sie ihre Kinder zurücklässt. Und sie ließ ihre Kinder bei ihrer eigenen Mutter, die zu dem Zeitpunkt in einem Flüchtlingslager in Äthiopien war. Obwohl sie direkt ein Jahr nach ihrer Ankunft in Deutschland einen Flüchtlingsstatus bekommen hat und mit ihrem Flüchtlingsstatus auch ein Recht auf Familienzusammenführung hat, hatte sie extreme Probleme, ihre Kinder diesen Familienzusammenführung entsprechend zu ermöglichen. Es gab vielseitige Barrieren. Zum einen waren die Kinder zunächst nicht in Äthiopien, in dem Flüchtlingscamp über die äthiopischen Behörden registriert. Sie konnten gar nicht registriert werden. Es gibt fehlende Dokumente wie Geburtsurkunden, was für Geflüchtete aus Eritrea oftmals der Fall ist. 2020 hat die Pandemie entsprechend dann auch verhindert, dass überhaupt bestimmte Untersuchungen und Visaverfahren ermöglicht wurden. 2020 begann auch der schwere Bürgerkrieg in Tigray, in der Region,
Norden, im Norden von Äthiopien, wo entsprechend die Schutzsuchenden, die eritreischen Geflüchteten in Flüchtlingslagern waren. Und im Kontext dieses Krieges war es den Familienangehörigen auch nicht möglich, entsprechend in die äthiopische Hauptstadt Addis Ababa zu reisen, um dort entsprechende Visa-Angelegenheiten zu regeln, und unterstützt zum Beispiel auch von der Internationalen Organisation für Migration. Das heißt also eine sehr lange, sehr schwierige Trennung von ihren Angehörigen, die so beschreibt: Ja, ich hoffe, dass das alles klappt, wenn meine Kinder kommen irgendwie. Dann hoffe ich, dass ich ruhig leben kann, aber vorher nicht. Manchmal sage ich, ich bin eine starke Frau, aber dann bin ich ein bisschen demoralisiert. Ich kann so nicht gut schlafen, ist nicht gut. Meine Mutter ist auch nicht so gesund. Wenn etwas passiert, mit wem sind dann meine Kinder? Und letztendlich war es erst dieses Jahr, nach über 9 Jahren der Trennung von ihren Kindern, ihre Kinder sind jetzt entsprechend ja 13 und 14 Jahre, war es jetzt erst möglich, ihre Kinder nach Deutschland zu holen. In Deutschland hat sie mittlerweile einen neuen Lebenspartner, ist verheiratet und hat 3 weitere Kinder. Aber nicht nur diese Flucht, also nicht nur die Erfahrung der Gewalt in Eritrea und die Erfahrung der Gewalt auf der Flucht und, und die Überfahrt über das Mittelmeer haben Dahab schwer traumatisiert und mitgenommen, sondern entsprechend diese Trennung von ihren eigenen Kindern mir beinahe das Herz gebrochen und ihre Leben jegliche, ja auch Lebensenergie geraubt. Warum teile ich das mit? Was ist mein Anliegen damit? Ich möchte unter anderem dafür sensibilisieren, dass wir die unterschiedlichen, ja, Familienfigurationen auf der Flucht mit berücksichtigen. Das heißt, dass wir Schutzsuchende, Geflüchtete, auch Binnenvertriebene nicht sozusagen weder als große amorphe Masse ansehen, noch als einzelne Personen, sondern wir müssen uns immer vergegenwärtigen, dass es Menschen sind, die in soziale Bezüge, in Netzwerke, in ihre Familien eingebettet sind und alle ihre Handlungen im Prinzip auch darauf beruhen, sozusagen, was sie auch für sich und ihre Familie ermöglichen können. Und so kann man ein bisschen auf konzeptioneller Ebene auch unterschiedliche Figurationen, Familienfigurationen der Flucht voneinander unterscheiden. Die Kernfamilie auf der Flucht, das heißt, dass jetzt in einem heteronormativen Kontext gedacht, Ehemann, Ehefrau mit ihrem Kind oder Kindern entsprechend gemeinsam fliehen können, ist eigentlich fast nur noch der Ausnahmezustand. Die Trennung von Familienmitgliedern ist zur Norm geworden und das im globalen Kontext. Wir haben, so wie Rami oder auch der Ehemann von Rosa, wir haben Alleinreisende, die sind vernetzt, aber mit ihren Familienangehörigen und in ihren Entscheidungen, die sie treffen müssen, um zu fliehen und auf der Flucht, treffen sie diese Entscheidung auch nicht alleine, sondern immer im Hinterkopf, was das für ihre Familienangehörigen entsprechend auch bedeutet und nutzen dabei auch Ressourcen ihrer Familienangehörigen, die zum Teil sehr teure Flucht auch über irreguläre Wege dann erst ermöglichen. Wir haben eine transnational lebende, getrennte Familie. Und wie das bei Rosa der Fall war, als sie von ihrem Ehemann getrennt war, oder jetzt die getrennte Großfamilie, wie es bei Dahab der Fall war. Und diese Trennung wird von den Menschen als sehr, sehr schwerwiegend, traumatisierend, belastend empfunden. Und sie wollen sie unbedingt überwinden. Und nur für verhältnismäßig wenig Menschen ist dann eine Wiedervereinigung, beispielsweise über die Familienzusammenführung oder entsprechend auch diese humanitären Aufnahmeprogramme letztendlich möglich. Wir müssen aber auch diese ganzen Familienkonstellationen jenseits einer Kernfamilie betrachten. Viele Schutzsuchende, mit denen wir in Deutschland gesprochen haben, haben uns erzählt: Ja, ich habe einen Bruder in Schweden, eine Cousine in Österreich, weitere Angehörige in der Türkei, andere in Syrien. Dieses ganze Handeln, das ganze Denken, auch die Kommunikation, Austausch von Informationen, von Wissen und auch von ökonomischen Ressourcen findet oft im Kontext dieser transnationalen Großfamiliennetzwerke statt. Möchte ich zum Fazit kommen? Zum einen ist es mir wichtig, dass wir das soziale Phänomen von Flucht und Vertreibung nicht auf den Herkunfts- und Ankunftskontext reduzieren. Wir müssen immer entsprechend auch die, ja, Möglichkeiten, überhaupt Schutz zu finden, die fragmentierten Wege,
die Phasen der Immobilität, die Möglichkeiten der Mobilität in den Blick nehmen. Und wir müssen dabei uns auch anschauen, welche Rolle spielen entsprechend die grenzüberschreitenden Verflechtungen, die die Menschen selbst haben. Die transnationalen Fluchtkonstellationen, das heißt, wir haben grenzüberschreitende Netzwerke und Austauschbeziehungen. Wir müssen deren Bedeutung anerkennen. Wenn wir jetzt beispielsweise über die Bezahlkarte sprechen oder über andere Aspekte, über die Rücküberweisung von Schutzsuchenden, von als Flüchtlinge in Deutschland angekommenen Menschen an ihre Familienangehörigen, müssen wir sehen, dass diese Rücküberweisungen ein unverzichtbarer Beitrag von Familien an ihre Angehörigen sind. Weltweit gesehen machen diese machen diese Remittances ist ein weitaus höherer Anteil als die humanitäre Hilfe oder als die Gelder der Entwicklungszusammenarbeit. Und ohne Rücküberweisung könnten Menschen in Kriegs- und Krisensituationen überhaupt nicht leben und überhaupt nicht überleben. Das heißt, wenn bewusst beispielsweise im Rahmen einer Bezahlkarte diese Möglichkeiten eingeschränkt werden, dann gefährden wir letztendlich auch das Leben, die Sicherheit von Menschen in diesen langanhaltenden Vertreibungskonstellationen und in akuten Krisen- und Konfliktkonstellationen. Es gilt, die Potenziale gerade dieser transnationalen Netzwerke für den Flüchtlingsschutz entsprechend zu nutzen und nicht das zu instrumentalisieren, um beispielsweise Mobilität zu begrenzen. Die Familiennetzwerke sind einerseits Motor und Mittel für Mobilität. Das heißt, Ressourcen werden natürlich über die Familiennetzwerke bereitgestellt und sozusagen das Wissen um den Ort, wo Familienangehörige leben, der Informationsaustausch, der dort stattfindet, und überhaupt das Bedürfnis, wieder mit der Familie wiedervereint zu werden, das sind zentrale Motive für eine Flucht, aber auch für eine Weitermigration, nachdem man in einem anderen Land zunächst einmal Schutz gefunden hat. Man muss sich immer, wie mit diesen unterschiedlichen Modellen skizziert, dabei aber auch immer unterschiedlichen Positionen und von Flüchtenden innerhalb ihrer Familien vergegenwärtigen. Zudem, wenn wir diese Debatten haben, ja, wir wollen irreguläre Migration verhindern, wir wollen entsprechend die Schlepper bekämpfen und so weiter, diese einzelnen Wege der Mobilität können nicht sauber voneinander getrennt werden. Sie sind aufs Tiefste miteinander verwoben. Sie bedingen sich gewisserweise auch gegenseitig. Und Menschen nutzen entsprechend auch Möglichkeiten, unterschiedliche Möglichkeiten, wenn sie ihnen überhaupt ermöglicht werden, wenn sie ihnen zur Verfügung stehen. Aber sozusagen einen großen Anteil der irregulären Zuwanderung ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass wir entsprechend ja überhaupt gar keine legalen Wege haben, dass entsprechend Familienzusammenführung eingeschränkt ist, wir keine humanitären Aufnahmen, Resettlement-Programme haben, Arbeitsmigration erschwert ist und so weiter. Das heißt, als Fazit, wir müssen meines Erachtens nicht die Fluchtmobilität an sich bekämpfen, sondern wir müssen die langanhaltende Vertreibung und die erzwungene Transnationalisierung von Menschen verhindern. Das heißt, wir müssen legale Wege, insbesondere Familienzusammenführung, erleichtern und es müssen Kontingente für humanitäre Aufnahme massiv erhöht werden. Wie gesagt, ich möchte auch darauf hinweisen, das ist nicht nur meine kleinen Forschungserkenntnisse, die ich selbst erarbeitet habe, sondern das ist ein großes Team von 12 Partnerorganisationen, mit denen wir diese Forschung gemeinsam durchgeführt haben innerhalb dieses EU-Projektes. Wir haben natürlich diese Ergebnisse in unterschiedlichen Publikationen zusammengefasst. Und gerade diese Erkenntnis in Bezug auf Deutschland hat insbesondere meine Kollegin Simone Christ und ich in einigen Publikationen gemeinsam aufgearbeitet. Die kann ich gerne auch zur Verfügung stellen oder schicken. Gut, damit bin ich eigentlich am Schluss und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.